Hallo, ich darf euch zu einer weiteren Episode Super Mario Land 2 Six Golden Coins begrüßen. Jo, im letzten Video haben wir die Mario Zone beendet. Und ja, schon 3 goldene Münzen eingesammelt. Also nur noch 3 bis zum finalen Level. Und ich werde dieses Video alles dafür tun, wie heißt es, die vierte Münze einsammeln zu können. Und zwar in der Makro-Zone. Ja, wir sind jetzt total klein, geschrumpft und alles ist riesig für uns und wir starten hier wohl irgendwie in so einem Schlammloch. Vor der Haustür. Wie könnte es anders sein? Hier sind natürlich fiese Insekten und Ameisen und bah. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass es hier irgendwo einen geheimen Ausgang gab, sodass man, wow, sich ein wenig den Weg abkürzen konnte bis zum Boss-Level. Uncool. Und ich habe nicht so viele Leben, leider. Und da oben kann man wohl nicht hin. Okay, gehen wir mal hier drunter her und gucken, was hier ist. Immerhin Pilz, das hat sich ja gelohnt, das Risiko einzugehen. Du Mistviech, hast mich vorhin getötet. Nimm das. Stirb und verrecke. Jawohl. Genau das, was ich brauche hier, um hier sehr schön und gut und schnell voranzukommen. Die Hasenohren. Ich halte mal ein bisschen die Augen nach dem geheimen Ausgang auf, aber es scheint da, glaube ich, bisher noch nicht in Erscheinung zu treten. Okay, ein bisschen warten, bis wir hier drüber transportiert werden. Ja, wer ist denn so dumm und bleibt da drauf stehen und lässt sich dann da unten reinfallen? No, Mann, ich wollte eigentlich. Wie heißt das? Meine Flügel. Ach, mach. Meine Flügel, sage ich schon. Meine super tollen Herzchenohren benutzen, um über ihn rüber zu gleiten. Aber irgendwie hat das nicht so ganz hingehauen. Ich habe mir gerade den Weg versperrt. Habe ich ja intelligent gemacht. Und ich brauche die Feuerblume, um da das aufzumachen. Also, falls ihr euch fragt, wo der geheime Ausgang ist, wir haben ihn gerade verpasst. Oder? Da oben ist auch noch was. Gucken wir mal, ob wir da hochkommen. Natürlich müssen wir erstmal hier den Weg frei machen. Wow. Ganz cool, Junge. Ja, das ist ein geheimer Ausgang. Mit so einem Sternchen drüber. Wir haben ihn doch nicht verpasst. Gucken, genau das meine ich. Wir können jetzt hier ein bisschen was überspringen, um da schon bis zum Boss-Level vorzudringen. Also gucken wir mal, was es hier so in luftiger Höhe gibt. Da ist wahrscheinlich nur ein Pilz drin, den ich nicht brauche. Solange es hier keine Gegner gibt, ist das noch ganz einfach. Hier machen wir besser keine Spin-Jumps, sonst geht's uns nicht so gut. Oh Mann, ey. Ich dachte, ich schaff's noch, aber. Ne, leider nicht. Voll gescheitert.
Und das Ding ist, man muss dadurch, wenn man groß ist. Ich hab da gesehen, da war nur so eine kleine Lücke, da komme ich nur als kleiner Mario durch. Aber ich kann mich da gut an die Stelle erinnern, da bin ich schon als Kind auch oft verreckt. So. Tja, jetzt entgehen uns zwar die ganzen Münzen, aber was soll's. Sind nur Münzen. Ich könnte übrigens meine mal, wie heißt das, auf die Pfanne hauen. Nee, ich glaube, ich gehe besser nicht durch, das wird mir zu riskant. Ich frage mich, ob sich das überhaupt lohnt. Geschafft. Ja, damit wären wir eigentlich schon beim Boss. So viel dazu, aber ich gehe den Weg normal zu ihm. Ich will ja alle Level, also alle Level, wo ich halt schaffe, wo ich den Ausgang finde, dann halt machen. Okay, das war jetzt wahrscheinlich unverständliches Deutsch. Ich will einfach nur alle Level machen, die ich finde. Also sind wir hier nochmal in diesem wundervollen Level. Wir haben auch noch nicht genug davon gesehen, oder? Wir haben schon noch nicht jede einzelne Nuance entdeckt hier. Warten, warten, warten. Fallen lassen. Und voransprinten. Wie einfach das mit den Häschenohren ist. Man kann ja einfach überall rüberspringen, weil die ganzen Gegner die komplett ignorieren. Ich meine, es ist ja ein Jump-and-Run-Spiel, ne? Aber mit den Öhrchen wird das Jumpen total einfach gemacht. Und das Ausweichen größtenteils auch. Das ist auch wie bei Super Mario World, wenn Mario halt, wie heißt es, das Cape besitzt, dann wird das Spiel auch sehr einfach. Und Goran 50 sagt auch schon immer, wenn jemand einen ROM-Hack erstellt, dann besser auf Federn und Capes verzichten, weil damit kann man einfach zu einfach die Level abcheaten, in Anführungsstrichen. Genau wie ich jetzt hier zum Beispiel so. Und deswegen verzichte ich mal jetzt wieder ein bisschen darauf, um mir ein bisschen normal zu spielen und nicht so viel zu cheaten. Oh Mann, ich wollte doch da drüber springen. Über den kleinen Feuerball, den die Danny geschossen hat. Wieso hat das nicht funktioniert? Oh Mann. Voll am Abkratzen. Oh Mann. Alles nochmal von vorne. Das Level und ich werden jetzt schon keine Freunde, das kann ich schon mal feststellen. Spin Jump. Nicht auf die Blume drauf springen. Das wäre nicht so cool. So. Immer ein bisschen aufpassen, nicht die gleichen Fehler zweimal machen. Das ist wichtig. Aus seinen Fehlern lernen. Nur dadurch kommt man in solchen Spielen vorwärts. Wow. Fast. Och, Mann! Oh, ich bin so schlecht. Star Power! Komm schon, noch ein Gegner. Jawohl. Ein Leben gesichert. Ich habe auch nicht so viele, nur 9 Stück.
muss man schon ein bisschen sparsamer mit umgehen. Nicht so viel verrecken. Wir sind ja eigentlich jetzt in der Makrozone, ne? Also, kann mir mal trotzdem jemand erklären, wieso hier so viel Wasser ist und alles überflutet ist? Ich meine, das Pfützenlevel haben wir hinter uns gebracht mit dem ganzen Schlamm und so. Einfach, da die Glocke zu erreichen. Och man. Noch immer eine Blume. Na, ich war ja in einer, als kleiner Mario, was man hier natürlich nur in einer Win-Win-Situation. Also, egal was man bekommt, das verbessert einen. Goombas. Noch mehr Goombas. Oh, will ich haben. So viele Goombas hier. Nimm Anlauf. Speed aufnehmen. Ja, hier kann man durch. Ja, das war natürlich verdächtig, weil da keine Blume draus kam. Haha. Das ganze Level hier wimmelt nur so von Goombas. Was ist denn hier los? Ich muss hier irgendwo noch... Entweder hier... Ah, da ist er ja. Den habe ich gesucht. Ah, wie nett. Münzen. Die sammeln wir einfach mal ein. Och, hier komme ich nicht weiter. Ich brauche eine Feuerblume dafür. Na, so geht's auch. Ha, warum mich um die... Oh. Oh. Ich wollte schon gerade sagen, warum mich um die Koopas scheren, wenn ich doch hier sowas machen kann. Immerhin wieder ein paar Leben hergestellt. Also was intelligent hier schon von Anfang an drunter zu gehen und die Koopas nicht zu vernichten. Sind ja gar keine Goombas mehr da. Kennt ihr eigentlich TK und Goomba? So ein Fun-Video von Tamara? Das müsst ihr euch mal reinziehen, das ist voll lustig. Wie war es noch, wenn es wenn es böse ist, ist es noch süßer oder so. Ich glaube, ich verlinke das mal hier einfach. Sieh sich das einer an. Ja, hier. Boah, hier fand ich... Ja, hier hatte ich als Kind immer so Schwierigkeiten, hier hochzukommen, diesen Kamin hier. Das war eine Quälerei für mich. Aber mit den Öhrchen ist das nicht so schwierig. Du nervst. Hier geht's noch weiter hoch. Ja, da kann man nämlich dann die Glocke klingeln. Wir sind am Ziel. Kann man auch einfach so wieder gehen, ohne was zu machen? Nee, kann man nicht. Also ich muss einfach Glück haben mit den drei Leben. Na gut. Besser das als ein Pilz. So. Jetzt sind wir im letzten Level angekommen. Und hier ist der Boss drin. Nehme ich die Feuerblume? Schwierige Entscheidung. Nein. Nehme ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass der Boss eine Ratte war. Oh. Ein Leben. Sehr freundlich. Und irgendeine Hexe hat, wollte damit wegrennen. Hier runter. Boah. Warum nicht? Oh oh.
genau richtig getimt, den Sprung, um auf ihn drauf zu springen. Hier geht's wohl nicht weiter. Aber dafür hier. Ja, lass stecken. Money, money, money. Ja, das ist immer so ein lustiger Geräusch. So ein lustiges Geräusch, wenn man auf die drauf springt. Ach, war ja klar. Ich finde es nett, dass die uns hier so mit Leben beschenken. Gut. Soweit, so gut. Das Level bereitet keine größeren Schwierigkeiten. So mag ich das. Aber ist allerdings auch vielleicht ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht. Also mir macht es natürlich Spaß zu spielen, aber manchmal muss man ja auch vielleicht ein bisschen an die Zuschauer denken. Oh oh, komm raus, du Kanalratte, du. Man weiß nicht, wo sie herkommen. Also bleibt man am besten in der Mitte stehen. Wow! Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Oh. Scheiße. Ja, die ist schon nicht so... Haha. Das hast du jetzt davon. Im Endeffekt warst du doch nichts weiter als eine miese kleine Ratte. Ja, und damit hatten wir schon die vierte Münze. Und es gibt hier noch ein kleines Level. Ich glaube, das machen wir einfach mal im nächsten Video, oder? Im übernächsten, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal Geld rausschießen. Rauswerfen. Also wir können mal ein Spiel machen für 200 Münzen. Hier sind bis zu 30 Leben zu gewinnen, ja? 20 Leben! Das ist nett. Das stockt mein Vorrat schon mal auf. Und hier kann man nur Power-Ups gewinnen. Für 999 Münzen kann man hier natürlich das Spiel seines Lebens machen, so ungefähr. Gut, das können wir... vielleicht haben wir im nächsten Video so viele Münzen, dann können wir das ja mal machen. Bis dahin... gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Part. Bis dann.